Jo, hallo Leute, hier ist euer Minecraft-Stuff mit einem kleinen Video zu einem super awesome Trick, den ich vor kurzem herausgefunden habe. Er wird es euch erlauben, als Werwolf Waffen zu benutzen. Somit werdet ihr in der Werwolf-Form nahezu unschlagbar sein. Wie das Ganze genau funktioniert, zeige ich euch nach dem Intro. Viel Spaß! Werwolf zu sein macht zwar Riesenspaß, aber man kommt doch immer wieder zu dem Punkt, wo man das Inventar öffnen möchte, um Waffen, Tränke oder Zauber benutzen zu können. Alle, die noch nie Werwolf waren, kann ich das nur wärmstens ans Herz legen. Ein Video, wie man die Fähigkeit erhält, findet ihr natürlich unten in der Beschreibung. Ich bin jetzt neulich durch Zufall auf diesen Glitch gestoßen, denn ich hatte plötzlich nach einer Verwandlung ein Schwert in der Hand. Nach einigem Probieren habe ich dieses System gefunden, das hundertprozentig funktioniert. Ihr beginnt, indem ihr das Schwert in die rechte und das Schild in die linke Hand nehmt. Dann öffnet ihr euer Magie-Menü und sucht bei den besonderen Fähigkeiten die Werwolf-Form. Diese legt ihr dann per Tastendruck in die Favoriten. Beim PC wäre das der Buchstabe F, natürlich funktioniert das Ganze aber auch auf der Xbox und der PS3. Im nächsten Schritt legt ihr das Schild ab, sodass die linke Hand frei ist. Dann geht ihr erneut ins Inventar und wählt den Bogen aus, damit auch das Schwert verschwindet. Somit seid ihr eigentlich perfekt vorbereitet. Bevor ihr euch aber verwandeln könnt, ist es noch nötig, schnell in die Favoriten zu gehen und die Werwolf-Verwandlung mit dem kleinen Pfeil zu markieren. Dann könnt ihr endlich zum Werwolf werden. Bei der Verwandlung ist das Timing aber enorm wichtig, denn ihr müsst auf den Augenblick warten, wenn ihr euch verwandelt habt, aber kurz davor seid zu brüllen. Dann drückt ihr einfach wie wild auf die Maus oder den Controller und wenn ihr alles richtig gemacht habt, könnt ihr schon das Schwert aus der Scheide herauskommen hören. Jo, und jetzt ist es an der Zeit, jede Menge Chaos zu stiften. Ich drehe nochmal den Sound lauter, damit ihr hören könnt, dass ich tatsächlich mit dem Schwert zuschlage. I'll see you in pieces. Ich wünsche euch damit viel Spaß und auch wenn ihr fast unschlagbar seid, vergesst bitte nicht euch zu nähren, sonst passiert euch genau das hier. Ansonsten hoffe ich natürlich, das Video hat euch gefallen. Eigentlich sollte es ja schon ein bisschen eher kommen, nämlich am Sonntag, aber da hatte ich keine Stimme mehr gehabt. Mich hat nämlich voll eine Erkältung erwischt. Also entschuldigt das bitte. Am Ende habe ich jetzt noch eine sehr wichtige Entscheidung für euch, denn ein Abonnent war so nett gewesen, mir ein neues Intro zu basteln. Und ich bin jetzt noch relativ unentschlossen, ob ich zu dem neuen wechseln soll oder doch besser das alte behalten soll. Also wäre nett, wenn ihr mir dabei helft. Ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Tutorial. Bis dahin.